Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin hier gerade schon am Buddeln und stelle fest, dass ich... ich glaube, da muss ich noch was drunter packen an Frames. Das gefällt mir gerade so nicht. Und ich glaube, ich muss hier auch noch tiefer. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Wenn ich mir das so angucke. Wir können ja mal Probe... Nee, der ist schon okay. Aber ich muss hier drunter muss ich buddeln. Das ist mir zu heikel, dass sie mir doch durch den Boden kommen. Ich weiß nicht. Ich möchte hier nicht am falschen Ende sparen, wisst ihr? Das gefällt mir nicht sonst. Weil, weiß nicht. Ne, besser ist das, glaube ich. Naja, gut, wenigstens skill ich so schaufeln. Das ist ja schon mal was. Und habe ich Holz dabei? Ja. Ne, dann können wir doch lieber den nehmen hier. Na komm, nicht am falschen Ende sparen. Die willst du auch zweimal aufwerten. Okay. Willst du definitiv, willst du das? So, und dann sind die Spikes in einer Höhe und das müsste dann so eigentlich auch funktionieren, wie ich mir das denke. Also vielleicht funktioniert das nicht gut. Ich habe irgendwie mal gehört, dass eine Chance besteht, dass man die Zombies von da drinnen aus auch physikalisch trifft mit einem Knüppel. Da weiß ich nicht, ob da was dran ist. Das wäre die Frage. Also, das ist der Grundgedanke, der dahinter steckt. Wenn der nicht zutrifft, bin ich ziemlich gekniffen, würde ich sagen. Wenn das nicht klappt, dann ist doof. Dann fliegt die ganze Taktik so ein bisschen auf. Nee, das ist schon wichtig dafür. So, wie gut hält die Schaufel denn? Ja, geht. Mining 69er wollte ich eben nochmal geskillt haben. Geht noch nicht. Das wäre ein Skill, der mir jetzt da irgendwie doch sehr helfen würde. Wenn ich Mining Tools auf 20 habe, dann kann ich da noch einen Punkt rein tun und das werde ich dann auch umgehend machen. Ich glaube, da kann ich genau den reinpacken. Naja, ob ich das unbedingt heute noch fertig kriege. Also an diesem Tag, jetzt gar nicht mehr in dieser Folge unbedingt, sondern an diesem Tag hier mit den, das sehe ich noch nicht so. Das könnte ein Problem werden. Das könnte in der Tat ein Problem werden. Ein zeitliches. Da steckt doch viel Arbeit drin hier. Ui, da muss ich zweimal sogar runter. Zwei Loks. Nicht schön. Dann soll es ja auch zwei Loks breit werden. Mindestens. Ein bisschen erweitern kann man das noch. Also meine Idee ist, zwei Reihen Wood, zwei Reihen von den Lokspikes da vorzustellen. Das sollte auf jeden Fall. Und weiter außen kann man mal gucken, ob man dann mit diesen anderen Spikes arbeitet. Da habe ich ja komischerweise irgendwie 50 von. Ich weiß immer noch nicht, wo die herkommen. Komm her, Stein. Naja, es ist 15 Uhr. Eigentlich müsste es gehen, ne? Ausdauerverbrauch hält sich auch halbwegs in Grenzen. Wenn ich das da unten jetzt nicht noch machen würde, würde ich natürlich Zeit sparen. Aber ganz ehrlich, das kriege ich nicht nochmal ausgehoben, wenn die Spikes da stehen. Das muss ich entweder jetzt machen oder nie. Und Holz muss ich auch noch besorgen. Weil mit dem bisschen Holz komme ich hier nicht hin, um die Spikes noch aufzuwerten. Weil nackig stelle ich die da nicht hin. Das macht wenig Sinn.
Dann sollen sie lieber auf die Frames kloppen. Die müssen schon mindestens also voll aufgewertet sein im Holzlevel. Und selbst dann kippen die wahrscheinlich um wie die Fliegen, wenn da wirklich etwas drauf schlägt. Und auch eine Wanderhorde kann hier mal nachts vorbeikommen, auch wenn jetzt nicht unbedingt Hunde kommen. Also es gibt da noch einiges für mich zu tun hier. Ich muss gleich mal eben nach meiner Schmiede gucken, ob die noch Holz hat und noch läuft. Ich höre sie gar nicht. Weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt hier außen überhaupt hören würde. Ja doch, aber bis, ich sag mal, bis 20 Uhr kriege ich das hier fertig. Das geht. Das ist jetzt ne, diese Folge wahrscheinlich und dann steht das. Na, ich glaube, da habe ich ein bisschen tief gebuddelt. So. Läuft. Gehen wir doch mal eben nach der Schmiede gucken. Das wäre mir jetzt gerade auch wichtig. Und dann müssen wir uns einen Zugang bauen. Ja. Sowas dachte ich mir. Hier ist noch War Iron drin irgendwo. Das können wir dann mal einschmelzen. Ja, mir gefällt mein Holzverbrauch gerade nicht so wirklich gut. Turn on. Okay, dann muss ich mich da glatt mal drum kümmern. Warum hat der denn nicht getroffen? Okay, die ist weg. Erst looten, bevor ich die Sachen gleich mal wiederfinde. Jo, schön. Die orange Pistole. Die könnte gut Geld geben beim Händler. Schmiede läuft. Ich wollte Holz holen. Ah, nee, ich wollte mir gerade mal Forged Iron da rausholen. Das ist es, was ich machen wollte. Bevor die kamen. Dann nehmen wir mal 20 Craft. Ich muss gucken, ob ich hier bleibe oder ob ich rübergehe. Ich glaube, ich gehe in der Nacht rüber. Und mache dann einen Händlerbesuch. So. Repair und die können wir auch schon mal. Nee. So, das lassen wir erstmal so. Einmal kann ich sie noch reparieren. Ich brauche mal eben Holz. Und zwar schnell. Wir pflanzen die Bäume einfach neu an. Was soll's? Ich will jetzt nicht Kilometer weit laufen, um Holz zu holen. Oh. Mining Tools 14. Bis 20 ist noch ein weiter Weg. Hier ist noch Essen im alten Haus gelassen. Ich glaube ein bisschen. Ne? 4 Fleisch habe ich dann, glaube ich, noch im alten Haus. Muss ich gucken, was ich mache. Ich muss echt gucken, was ich mache. Eine Mine bauen ist ja wahrscheinlich dann eher an Tag 7 besser, ne, wenn keine Wanderhorden kommen. Ich kann in dem Haus jetzt so viel, naja doch, da gibt es noch was zu tun, aber ich möchte halt nicht unbedingt draußen Löcher graben, wenn die Hunde kommen. Ich möchte eigentlich auch erst im Haus sein, wenn ich da nachts halbwegs sicher bleiben kann, das heißt, wenn draußen Spikes stehen. Vorher möchte ich nicht so gerne in dem Haus bleiben. Das andere ist zwar auch nicht geschützt, aber das können sie mir ruhig zerkloppen. Das wäre mir egal. Ja, ich muss mir was überlegen.
da ich jetzt eh nur noch diese eine Folge hier aufnehme und danach dann Feierabend mache, habe ich eigentlich auch genug Zeit, mir das zu überlegen. Würde ich sagen. Ja. So, okay. Weiterschaufeln. Mal eben was trinken. Und dann weiterschaufeln. Vielleicht repariere ich die doch schon. Nee. Noch nicht. Die repariere ich noch nicht. Wahrscheinlich wird es schneller gehen. Wenn ich es nicht mache, ich mache mal eben unser Folgen-Screenshot, damit ihr vorher schon wisst, was drin ist. So, auch hier muss ich... Nee, ein tiefer... Nee, muss ich nicht. Ich muss aber hier runter wieder. Braucht alles seine Zeit, ne? Das einzig Gute ist, wenn ich die Frames hier zwischendurch setze, dass ich in der Zeit auch wieder Ausdauer zurückkriege. Also, wenn ich um 8:30 Uhr loslaufe, würde es noch reichen. Ich muss aber dann drinnen definitiv noch Items mitnehmen. Also, wenn ich rübergehe, gehe ich zum Händler. Denke ich mir. Das wäre ja sonst blöd, hin und her zu laufen. Dass man sich den Händler wenigstens anguckt, ne? Und dann würde ich auch die Knarren da verkaufen wollen. Ja, das eine gehört irgendwie fest zu dem anderen, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch 2,5 Ingame-Stunden Zeit. Da würde ich mal sagen, das kriegen wir in dieser Folge auf jeden Fall noch mit. So lange ist nämlich gar nicht mehr hin. Hm. Toll, ey. Man muss ja dich jetzt doch in der Aufnahme schon entscheiden, was du machen willst, was? Du kannst nicht noch eine Woche drüber schlafen. Unangenehm. Okay, jetzt wird es Zeit, sie zu reparieren, würde ich sagen. Auf jeden Fall schaffe ich es, meinen Graben zu bauen. Der muss nochmal erweitert werden. Also eine Reihe weiter. Aber Hauptsache, ich habe erstmal eine Reihe Spikes drumherum. Und die Frames unten drunter. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Das ist ja wenigstens schon mal etwas, wenn ich das habe. Was ist denn das hier? Hey, ganz ruhig. Dieser Polygon da gefällt mir überhaupt nicht, der da ist. Okay, wieder ein Level up. Das ist auch sehr gut für mich. Ja, das ist ein blöder Polygon. Von einem Stück Erde oder von einem Busch, das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Oh, wer weiß, vielleicht packen die Zombies ja dran fest oder schlagen ins Leere oder so. Vielleicht hat das ja irgendwie auch was Positives an sich. Man weiß es nicht. Oder sie laufen rüber und packen durchs Haus oder so. Ausdauerverbrauch finde ich geht gerade echt gut, muss ich sagen. Selbst mit dieser Schaufel, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also es schaufelt sich wirklich gut, auch mit einer normalen Eisenschaufel. Da bin ich positiv überrascht. Du könntest ja eigentlich so durchgraben, ohne dass irgendwas ist. Aber ich brauche nochmal Holz, um meine ganzen Spikes aufzuwerten gleich. So, das muss mal eben weg hier. Das muss auch weg. 19 Uhr. Ey, wenn ich Glück habe, kann ich sogar die Spikes noch setzen. Ich finde den Händler halt gerade nicht so wahnsinnig relevant. Ne? Das ist das Ding. Ich
habe erstmal andere Sorgen. Na, vielleicht bleibe ich doch hier und buddel mich in den Boden. In der Nacht schon mal. Dann aber von der Basis aus. Okay, so jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir die Spikes setzen. Ja, super. Okay. Na gut, man kann sie jetzt ja stapeln. So, erst aufwerten. Den einwerte ich mal nicht auf. Ja. Oh, da muss ich noch ein Loch schaufeln. Hat für mich natürlich einen Vorteil, wenn ich jetzt hier bleibe, dass ich ein bisschen Zeit gewinne, was jetzt hier so 20 Uhr, 22 Uhr, weil ich ja nicht laufen muss. Ne? Oh, da haben sie auch schon gegengeschlagen, die Schweine. So, und ne, dann will ich halt zwei Reihen Spikes hier vormachen. Ne? Das ist klar, das könnt ihr euch ja denken. Oh, das geht ja recht fix hier mit dem Hammer. Gut, wir haben auch nur eine Upgrade-Station hier. Viele sind es nicht. Hier muss noch ein Loch geschaufelt werden. Och komm, das kann doch nicht angehen. Der hat mir den noch ganz woanders angezeigt. Jo, alles klar. Echt jetzt? Der hat eine Blutung bekommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, okay, go. Oh, der hat auch schon Schaden davon genommen, als dadurch, dass ich Schaden von ihm genommen habe. Ist ja krass. Nein, auch hier müssen wir noch eben einmal schaufeln. Ich will es dann gleich richtig haben. So, 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 so. Wow. Bitte nicht schon wieder eine Blutung. Kann ich nicht gebrauchen. Okay, alles klar. Das muss so gehen. Der wird aufgewertet und der auch. So, jetzt suchen wir nochmal eben schnell Gravel. Wenn ich es schaffen würde, hier in der Nähe Gravel zu finden. Ist überall Gravel. Ne? Das ist Gravel, oder? Yay. Also müsste ich in diese Richtung. Hier muss Eisen sein. Okay. Okay. Okay, das ist mal sehr gut. Ich bleibe über Nacht hier und buddel mich ein. Habe ich mir jetzt gerade fest vorgenommen. Wir besorgen uns nochmal eben schnell ein bisschen Stein. Es ist 20 Uhr. Das geht noch. Halb neun. Also sonst müsste ich jetzt loslaufen. Na gut, dann brauche ich das nicht. Dann bleibe ich über Nacht hier. Dann gibt es doch keinen Händlerbesuch. Alle wichtigen Sachen von drüben habe ich jetzt hier. Essen kann ich mir auch kochen. Ich habe einen Kochtopf. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann eventuell jetzt am Tag 6 einen reinen Mining-Tag einlegen werde. Seht es mir nach. Muss sein. Also da werden wir ja auch in dieser Staffel nicht drum herum kommen. Dafür hat sich 7 Days auch zu sehr in die Richtung verändert, dass man wirklich sehr viel Bergbau auch betreiben muss. Das geht halt nicht mehr so schnell, wie es ursprünglich mal ging. Finde ich aber nicht schlimm. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ihr wisst ja, das gehört dazu. Am Tag 7 können wir gucken.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sollte nochmal die zweite Reihe Spikes reinknallen. Und ja, je nachdem, ob ich Eisen gefunden habe oder nicht unter Tage, würde ich entweder die Spikes noch aufwerten. Naja, ich sollte mich lieber an Tag 7 auf die Horde vorbereiten. Wahrscheinlich. Vielleicht gehen wir bei Tag 8 dann mal zum Händler oder so. Das kann man machen. Das wäre vielleicht besser. Ich kann die Horde nicht abschätzen. Und dadurch, dass ich ja jetzt auch schon Level, keine Ahnung was ich bin, Level 26 steht da unten in der UI. Ich weiß jetzt nicht, ob das besonders gut oder besonders mittelmäßig oder besonders schlecht ist. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. So ganz langsam, finde ich, habe ich nicht gelevelt. Ja, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht mehr Zombies kommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie die Horde sein wird im Vergleich zur Alpha 14. Ich bin gespannt. Und wie gesagt, vielleicht ist jetzt, wenn die Folge draußen ist, auch schon die richtige Alpha 15 draußen. Level 17. Mann, oh Mann. Ich bin froh, wenn ich den nächsten Punkt im Mining 69 reinstecken kann. Aber das sind gut investierte Skillpunkte. Und auch The Fixer war gut. Kostet mich weniger Fortschritt. Glaube ich. Müsste auch bei den normalen Werkzeugen, glaube ich, gehen. Ne? Oder ist das nur bei Waffen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Aber gut, wir haben in die eine Richtung Gravel gefunden. Und dann würde ich mich da auch... Oh, ich keine Ausdauer mehr hier. So, euch sammle ich mal ein. Echt? Ist jetzt mal doof. Na gut, okay. Es wird gehen. Ja, hier müsste ich eigentlich auch noch aufwerten. Irgendwie schon, ne? Ja, irgendwie will ich das jetzt schon sagen. Was ich hier auch noch mal aufwerten muss. Das machen wir mal eben. Mir gefällt das nicht so offen. Das hinterlässt keinen guten Eindruck, finde ich. Ja, ich weiß, die Ecken muss ich leider machen. So, und dann sind wir aber auch schon quasi wieder beim Folgenende angekommen, Mensch. Manchmal geht das sehr schnell. Aber ich bin hier momentan ganz zufrieden mit dem, was ich in dieser Zeit auch schaffe. Das war auch schon mal anders bei mir. Die Ecken noch schnell, bevor ein Zombie ankommt und mich entdeckt. Das muss nicht sein. Und dann kann ich nur hoffen, dass jetzt hier nachts nichts vorbeikommt. Können die hier durchgucken? Ja, so bedingt, ne? Ich sollte mir genau in der Mitte vielleicht mal so einen Gang nach unten machen, ne? Die Mitte wäre hier. Das wäre die Mitte. Okay, gut, dann... Sollen wir das mal machen? Und vielleicht gleich mal ein Campfire anschmeißen. Obwohl nachts ist es nicht so elegant, glaube ich. Habe ich denn noch? Ich habe noch was zu essen hier. Komm, dann essen wir Bacon und Eggs. So, das kommt weg. Die Ranch, da müssen wir ganz besonders drauf aufpassen. Essen wir nochmal was. Ja, trinken habe ich auch noch gut hier. Das geht. Und jetzt brauche ich eine Pickaxe. Ne? Eine Pickaxe. 20 Forged Iron kostet die leider. Forged Iron, dann mache ich mir nochmal 10. Craft. Ihr seht, es ist nicht viel. Ich brauche dringend Eisen. Viel ist es nicht, was ich hier habe. So. Okay, dann will ich mich hier mal runterschaufeln. Ich will mal ein paar Leitern herstellen. Ladder, Wooden Ladder. Können wir uns mal 20 Stück machen. Dann brauchen wir ein paar Wood Frames. Wood Frame. Da können wir uns auch nochmal 40 Stück machen. Und so geht das Holz auch schon wieder weg. Okay, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.